Einen wunderschönen guten Morgen und diesmal zu einem Solo-Video von Sniper Elite 5. Ja, wir gucken uns heute mal den Invasionsmodus an, denn wie man vielleicht schon in den einen oder anderen Part gesehen hat oder vielleicht auch noch sehen wird, und man wird es definitiv noch sehen, werden wir natürlich von den feindlichen Spielern, von den Invasoren, ja, ziemlich auseinandergenommen, stellenweise. Und ich dachte mir, hey, guckst du dir das mal so ein bisschen erstmal für sich an? Und es ist sehr interessant. Es ist sehr, sehr interessant, dieser Modus. Wir gehen einfach mal rein. Wir suchen schon mal derweile. Denn da sind einige Mechanics drin, die wir halt noch gar nicht kannten. Ist ja klar, weil haben wir halt vorher noch nie gespielt. Aber ich glaube, jetzt sind wir ein bisschen besser vorbereitet. Beziehungsweise hoffe ich jedenfalls, dass wir besser vorbereitet sind. Und was man schon sieht, man übernimmt so ein paar Settings von der Lobby. Also von dem amerikanischen Spieler, sage ich jetzt einfach mal, also ne? Fairborn. Das ist sehr interessant. Wir gucken jetzt mal, wo der ist. Entschuldigung, wenn da vielleicht im Hintergrund so ein bisschen Rauschen ist oder sowas, weil Dachgeschosswohnung ist alles ein bisschen schwierig. Okay, hier ist also schon alles rot. Das bedeutet also, der muss hier in der Nähe irgendwo sein. Mein Standort wurde schon enthüllt. Das ist natürlich sehr interessant, weil ich weiß noch gar nicht, wo er ist. Denn ich kann die Telefone noch gar nicht nutzen, denn wie man hier gleich sieht, ist ein Cooldown drauf. 5 Minuten. Bedeutet also, keine Ahnung, wo der jetzt ist. Der weiß aber schon, wo ich bin. Deswegen verstehe ich auch den Zusammenhang, dass Spieler, beziehungsweise man wird es halt noch sehen, erstmal das Weite suchen, denn sie wissen ja nicht, wo sie hin müssen. Nehmt alles auseinander. Ja. Muss mich konzentrieren. Und das ist natürlich ein Skill, den man einsetzen kann mit Alt-Taste. Ja, damit sind die ein bisschen wachsamer, so ein bisschen. Okay, jetzt hast du dich verraten. Er kommt also ein bisschen zu mir, merke ich gerade. Wir nehmen die deutsche Maschinenpistole. Der muss ja hier auf dem Hügel sein. Hat einen Alarm ausgelöst, ist ja klar. Das sehe ich, das weiß ich. Der muss also hier oben sein irgendwo. Er weiß natürlich, wo ich bin, ist ja klar, weil er hat es ja aufgedeckt. Aber es ist interessant, dass ich halt nicht weiß, wo er ist. Obwohl es eigentlich immer heißt, ja, weiß nicht, wo er ist. Er muss hier dahinter sein. Und da war er. Ja, also das ist natürlich ein Fehler, den die anderen Spieler natürlich immer wieder machen. Sie lösen Alarm aus. Natürlich hat der Host die Version beendet. Alt und F4 ist halt ganz klar. Muss man raus. Klar, Elite Sniper. Was will man da machen? Aber wie gesagt, ich finde es interessant, dass eben, dass sie immer wieder den Alarm auslösen. Warum? Warum löst man Alarm aus? Ich meine, klar, okay. Warum ist eigentlich die Grafik? Warum lädt die eigentlich nicht nach? Oh, na also, man muss sich einfach nur aufregen, dann klappt das auch. Na jedenfalls, finde ich immer wieder interessant. Klar, du machst ja die Mission normal für sich. Du weißt ja nicht, wann man joint oder irgendwie sowas. Ist ja schon klar. Das Problem aber an der Sache ist, geh doch langsam vor. Das ist doch kein Call of Duty. Das ist ja nicht Call of Sniper oder irgendwie sowas oder Call of Elite, sondern das ist Sniper Elite. Geh doch langsam vor. Du musst doch mit jeder Zeit rechnen, dass eben ein feindlicher Spieler reinkommt. Und wenn man halt einen auf Rambo macht, da muss man doch eher dafür sorgen, dass man dann so ein bisschen Ruhe bewahrt, wie er gemacht hat. Standort wurde enthüllt. Warum bei mir nichts angezeigt hat, weiß ich nicht. Und dann mach langsam, schieß nicht, geh in Deckung, guck erstmal so ein bisschen rum, ruf mehrmals an. Na gut, soll mich halt weniger stören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber finde ich halt sehr interessant, also es war auch schon mit vier anderen Spielern schon so. Sind durchgerannt, die haben die Maschinenpistole genommen, man hat die von Weitem schon gehört. Ja, und man hört sogar Fairborn reden. Ja, also es gibt ja, wenn man die Kampagne spielt,
redet er manchmal, oh, hier sind wichtige Dokumente, hier sind irgendwie Raketen, die man zerstören muss, hier ist dies, hier ist das. Er redet ja. Und das höre ich auch. Beziehungsweise das hört der andere Spieler halt. Ja, der Invasor. Finde ich sehr interessant, dass sowas eben bedacht wurde. Ja. Dazu kam halt noch, also so habe ich das jedenfalls verstanden, dass noch ein Kreis um meiner Minimap herum ist, der so ein bisschen anzeigt, von wo die Schüsse kommen. Nicht bei der Maschinenpistole, sondern nur beim Gewehr. So habe ich das verstanden. Gut, warum man das machen sollte, weiß ich nicht. Aber, na gut, müssen die wissen, nicht ich. So, jetzt warten wir einfach mal auf den nächsten Kontrahenten, auf das nächste Ziel, schon fast eher. Es ging die ganze Zeit ziemlich schnell, jetzt haben sie mittlerweile Angst. Gut, klar, jetzt wissen sie, okay, Dave ist da. Der will hier mal ein bisschen aufräumen. Ja, gut, der hat es verpasst natürlich, ganz klar. Hat es nicht mal geschafft auszuschalten. Müssen wir rein. Rüstungsfabrik. Ja, interessante Mission. Sehr, sehr interessante Mission. Also klar, so weit sind wir schon im Let's Play natürlich. Also wir sind schon sehr, sehr weit, muss ich mal dazu sagen. Weil wir haben einfach Bock drauf. Also das ging einen Tag in den anderen. Das war sehr interessant. Und hier ist schon mal wieder alles rot. Und das bedeutet, hier in der Nähe muss er dann also schon wieder sein. Ich höre Schüsse aus dieser Gegend. Und das ist immer wieder dieser Fehler. Wenn man weiß, okay, es kommt einer. Konzentration. Konzentrier dich mal. Ja, die gehen jetzt auch mal ein bisschen vor. Ja. Und man hört schon. Ja. Da ist einiges los davon. Warum man das macht, weiß ich nicht. Also wir haben das eigentlich schon richtig gemacht. Tatsächlich. Deswegen gehen auch unsere Begegnungen ziemlich schnell. Oder beziehungsweise nicht schnell, so rum. Entschuldigung. Denn wir campen auch ein bisschen. Wir campen ein bisschen. Also was heißt campen? Also klar, man muss ja als Scharfschütze so ein bisschen gucken. Wo kann man hin? Was kann man machen? Aber wir haben ihn ja alle gesehen. Vorsichtig! So, ja genau. Geh du mal vor. Das kann man natürlich so ein bisschen, natürlich nicht genau sagen. Aber ich glaube, das zeigt so ein bisschen an. Okay, da war er zuletzt. Ja. Ich hoffe, dass es der da war. Ich weiß einfach mal Handgranate. Natürlich würde ich markiert. Vielleicht funktioniert. Außer Gefecht. Nee, oder? Ich habe den jetzt nicht. Wie komme ich jetzt hier rüber? Habe ich den jetzt. Scheiße, der kann aufstehen. Das habe ich ganz vergessen. Kann die schon hier aufstehen? Haben die den Skill schon? Ich weiß es nicht. I don't know. Habe ich überhaupt den richtigen jetzt erwischt? Habe ich jetzt was? Jawohl. Und dann haben wir den nächsten. Ja, natürlich. Invasion beendet, wieder Alt und F4. Was soll man sagen? Ja, finde ich sehr, sehr interessant, diesen Modus. Der kann aber wirklich extrem stressig sein. Extrem stressig. Also ich werde das jetzt gleich noch schneiden und dann auch noch hochladen. Natürlich, wir machen noch ein, zwei Runden, klar. Aber damit ihr mal Bescheid wisst, wir waren gestern hier. Das ist die Mission, die wir bisher gemacht haben. Ja, Mission 7, also wir sind schon ein gutes Stück voraus. Das war die schlimmste Map. Also, ganz ehrlich, wenn ihr das Video hier seht, gebt mal einen Daumen nach oben. Lasst auch einen Kommentar da, ist ja ganz klar. Und abonnieren nicht vergessen, weil ich sage es euch, diese Mission, Mission 7, war ein absolutes Highlight. Wir haben fast 3 Stunden gebraucht. So ein kleiner Vorgeschmack mal. Also es war wirklich die schlimmste Mission. Ich weiß nicht, wie viele feindliche Scharfschützen, also Invasoren wir hatten. Es war, wir haben einfach irgendwann aufgehört zu zählen. Das ging am laufenden Band, war das. Also ein paar Schritte laufen und zack ging es wieder rein. Also, puh. Das war sehr interessant, die Mission. Sehr, sehr interessant.
hat sie natürlich auch ziemlich hingezogen, weil wir mussten ja gucken, wo ist er. Wir gehen ja langsam voran. Ja. Wir versuchen ja so ein bisschen zu schleichen, ein bisschen unauffällig zu verhalten und so weiter und so fort. Und gerade bei solchen Invasoren, da muss man dann halt nochmal extra vorsichtig sein. Ist ja klar eigentlich. Beziehungsweise sollte man ja auch. Aber man hat ja gesehen, funktioniert halt nicht immer. Weil man hört ja alles. Man hört die Schüsse von der Maschinenpistole. Es wird halt über den Radar, so wie gesagt, so also ich das verstanden, da sieht man so einen kleinen Umkreis nochmal, der die Gewehrschüsse anzeigt. Wie gesagt, so verstehe ich das. Und ja, also sehr, sehr interessant. Wir gucken aber jedenfalls erstmal, wo wir denn jetzt aber gerade hier sind. Also hier ist gar nichts los. Hier ist irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen. Ich stehe hier mitten im Wald. Gut, mitten im Wald ist auch geil. Ich stehe hier auf dem Feld, würde ich eher sagen. Aber gut. Ich würde einfach sagen, ich mache das, was ein Scharfschütze am besten kann. Und zwar an der Leiter vorbeirennen. Ist eine ganz klare Sache. Nein. Erhöhte Position. Denn vielleicht hören wir irgendwas. Vielleicht ist es auch mein Spieler, der eben sagt... Der Hut bleiben. Ja, okay. Das wollte ich jetzt nicht. Aber vielleicht ist es halt auch, wie gesagt, ein Spieler, der mal langsam vorgeht. Der taktisch vorgeht. Der guckt, okay, ist da irgendwas? Ist da nichts? Kann man den Adler eigentlich... Also kann ich den für mich auch freischalten? Sage ich jetzt einfach mal. Nee. Okay, das ist interessant. Mal gut zu wissen. Muss man ja testen. Wie gesagt, ich bin Schallgedämpfter. Man hört meine Schüsse nicht. Also jedenfalls nicht so. Was? Ein verbündeter Jäger? Wie? Also die KI hat ihn jetzt getötet, oder wie? Ist das jetzt so richtig? Also, mir soll es ja egal sein, aber... Also zwei feindliche Scharfschützen hatten wir noch nicht. Ich hoffe auch, dass es so bleibt. Aber, okay, ist er vielleicht irgendwo wieder reingerannt? Gut, war halt doch kein Vorsichtiger. Also ich glaube, so wie wir das im Let's Play machen, ist es eigentlich sehr, sehr gut, wie ich finde. Ach Gott, die Spielnase-Schule. Ach, der Gotteswillen. Ach, du heilige Makarole. Makarole? Ich wollte Makrele sagen und Makaroni. Na gut. Makarole. Mal gucken. Wir müssen doch hier irgendwo mal einen finden, der so ein bisschen vorsichtiger ist. Okay, hier ist schon mal wieder gelb. Das sieht man halt schon wieder direkt. Das bedeutet, hier wurde irgendwas aufgeschreckt. Es kann auch von Weiden sein, ist ja klar. Ja, das machen wir ja auch. Dass wir von weiter Distanzen irgendwo schießen. Dass sie dann so ein bisschen, ja eben, aufgedeckt sind. Warum lädt eigentlich die Grafik hier gerade nicht nach? Also dieser Modus ist ein bisschen ganz merkwürdig. Ja. Jetzt habe ich mich zu sehr aufs Reden konzentriert. Und nicht auf die Mission. Komm, geht eine Revanche oder sagt er, nee, ist nicht. Naja, will nicht. Okay. Na gut, kann ja sein, dass es vielleicht auch nicht weiß oder so. Weiß ich ja nicht. Ach du Scheiße, da habe ich jetzt überhaupt nicht aufgepasst. Den hätte ich vielleicht bekommen. Zum Ehrlich. Also vielleicht. Ne? Oh nein. Gut, diesmal auf der anderen Seite. Sehr gut. Ja, mal gucken. Also es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß, dieser Modus. Ich hätte niemals gedacht, dass so eine simple Veränderung, also so eine Invasion von einem Spieler, so intensiv sein kann. Man hat Schüsse gehört. Das kommt aber hier vom Testgelände tatsächlich. Deswegen nicht irritieren lassen. Jetzt muss man gucken. Ist hier irgendwo Alarm? Ist hier irgendwas dies? Ist hier irgendwas das? Jäger? Vorsicht schon dabei! Konzentration. Hier ist halt noch gar nichts. Das bedeutet, er könnte also hier Richtung Damm sein.
Oder er könnte noch hier sein. Das weiß man eben nicht. Hier steht ja alles voll. Warum steht hier denn alles voll? Was ist denn hier los? Was hat er gemacht? Okay. Das hatten wir nicht. Oder ist das so nach dem Motto, ah, jetzt ist er bei einer bestimmten Position. Los. Ich weiß es nicht. Interessant. Die Schüsse irritieren mich gerade so ein bisschen. Ja, ist wie gesagt schwierig, weil wenn halt gar nichts da ist, macht es die Sache wieder ein bisschen interessanter. Telefon kann ich bei weitem noch nicht benutzen. Ist hier irgendwas passiert? Also ich kenne ja die Mission noch von gestern. Ja, das muss ich halt mal so sagen, auch wenn das noch gar nicht mal so weit ist und wir erst den zweiten Part draußen haben, den dritten Part. Irgendwie sowas. Oder glaube schon der vierte Part. Ich weiß es gar nicht. Kommt ja drauf an, wann das Video hochgeht. Ich muss hier erstmal ganz kurz gucken. Hier ist auch noch gar nichts gemacht. Also hier sind auch noch alle Soldaten. Der ist also wirklich noch am Anfang. Er kann natürlich auch, so haben wir das zum Beispiel gemacht. Hier oben ist eine Festung. So eine Art Festung. Und können wir stellenweise bis hier hinschauen, bis dahin. Also das war ein guter Platz, muss ich ganz ehrlich sagen. Es kann sein, dass er da oben ist. Also vielleicht in dieser Nähe da. Ich finde es halt wirklich interessant, dass ich als Deutscher hier wirklich unterwegs bin und alles von der anderen Seite sehen kann. Ja. Oh! Oh, den Tiger hat er also schon erledigt, den Königstiger. Der andere Königstiger ist alarmiert. Das bedeutet, er muss also, wie ich gesagt habe, hier in der Nähe sein. Jetzt ist halt die Frage. Gut, keine Frage mehr. Absolut keine Frage mehr. Mich konzentrieren. Ja, den gebe ich mal das Befehl. Die Frage ist halt, kann er hier, ich weiß es gar nicht, kann man hier hochrennen? Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Okay. Ja, davon läuft er, sage ich jetzt einfach mal. Hat man vielleicht mal ganz kurz gesehen. Ich muss natürlich auch Aufwacht geben, weil er weiß halt, dass ich da bin. Er weiß noch nicht wo, aber ich bin halt da. Und jetzt hat er mich gesehen. Jetzt weiß er, dass ich hier bin. Aber nicht mit mir. Ja, gut. Wieder Alt und F4. Nun, was soll ich sagen? Das haben wir nicht gemacht. Das werden wir auch im Let's Play nicht machen. Ja. Gestern war so ein kurzer Moment für Alt und F4, aber haben wir nicht gemacht. Gut, ich würde es einfach mal so stehen lassen. Was eine geile Folge, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sitze hier gerade mit so einem fetten Grinsen da. Es hat mega Spaß gemacht. Und wenn ihr natürlich mehr sehen wollt, ja, Daumen nach oben, kommentieren am besten, einen schönen Abo da lassen und ja, dann sehen wir uns vielleicht zum nächsten Mal wieder, ja. Also ich glaube, ihr macht noch eine Folge, ja, oder? Ja, doch schon. Ich will die Leute zum Rage Quit bringen. In dem Sinne, bis dahin, tschüss.